Oh ja. Nein, nicht genug Treibstoff. Fuck. Jawohl, wird gemacht. Ja, das so in der Art will ich es auch irgendwann haben. Ja, und jetzt seht ihr hier einen Punkt haben wir. Und jetzt könnte ich mich hier entscheiden, welches ich nehme. Ich nehme das Verteidigen, weil wir ziemlich hinten drin sitzen. Und deshalb begeisterter Patriotismus verleiht allen verbündeten Einheiten in besetzten Gebieten einen Verteidigungsbonus und erhöht den Sichtradius jedes besetzten Positionen und offenbart so größere Teile des umliegenden Geländes. Jetzt bin ich überfragt. Machen wir einfach das. Gut. Jetzt könnte ich eins da reinsetzen, eine Einheit, und die wird dieses Geschütz hier bemannen, vorne sowie auch hinten. Und mit dem kann ich dann mal versuchen aufzumischen. Das ist nicht gut, weil da vorne steht ein Mörser und gegen den kann ich nicht viel machen. Ja, probieren wir es mal damit. Einfach mal alles ausprobieren. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Mein Freund wird bombardiert. Das ist nicht gut. Und jetzt setzt die dramatische Musik so hoch. Psst. Nicht so laut. Ich habe hier das Sagen. Okay. Kann ich jetzt auf... Oh, ich brauche immer noch 50 Treibstoff. Deshalb werde ich jetzt erstmal meinen Mörser hier aufstellen und den da angreifen, weil der geht mir ganz schön auf den Sack. Ja. Gut, jetzt wird dieser Mörser hier, sobald er im Radius ist, nicht so weit vor... Nein, 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 zurück! Scheiße! Das wird lustig. Auf geht's, hopp! Nein! Nein! Verpisst euch! Gut. Nee, nicht weit vor. Nicht vor. Erstmal ein bisschen heilen. Und einen, jetzt kann man auch einen wieder dazu rufen. Der wird dann entweder von da kommen oder als Fallschirmspringer hier irgendwo runterkommen und sich dann zu seiner Truppe gesellen. Ah nein, er taucht auf dem Nichts auf. Okay, das ist auch gut zu wissen. Das sieht nicht rosig aus. Die hier haben ganz schön viele Probleme. Und das habe ich auch. Ich weiß halt jetzt nicht... Oh, aha. Das sind die Hauptlager von der USA. Dort können sie sofort Truppen ausbilden. In manche Gebäude kann man auch rein, wie man hier sieht. Mein Kollege macht's vor. Und ja. Erwarte Befehle. Volksgrenadiere. Und wenn die fertig sind, laufen die dann hierher. Habe ich gerade einen Punkt gesetzt. Wenn die hier fertig sind, laufen sie automatisch hier hin. Und auf der Karte hat jetzt irgendjemand was markiert von meinen. Do something. Ja, ich stehe nur rum. Ich bin nur zur Zierde, nicht angucken. Nur zum Angucken, nicht zu anfassen. Hier
Ich werde gleich mal versuchen, vorzurücken oder jedenfalls anzugreifen, dort zu helfen, weil es sieht ganz schön am Arsch scheiße aus. Ja, und wir haben hier unten auch eine maximale Anzahl, die wir, hier seht ihr es, Bevölkerungslimit. Mehr darf ich nicht bauen. Mehr Einheiten. Und ja, machen wir mal einen Panzerabwehrgeschütz und stellen es hier hin, weil ich habe hier schon einen fetten Panzer gesehen. Was ich nicht gut heißen kann. Jetzt werde ich mal versuchen, ein bisschen weiter vorzurücken. Jedenfalls mitzuhelfen. Versuchen. Aber da steht ja ein Panzer. Ah, Panzerfaust abfeuern. Das trifft sich gut. Und sowas hasse ich, wenn sie mitten im Spiel einfach aussteigen. So, jetzt sollten sie versuchen, einen Panzerfaust da abzuschießen. Was so effizient war wie noch nie. Ja. Und diese grüne Erfahrung, die ihr hier immer seht, die wird hier dazu gezählt, damit ich mehr Sachen, mehr Boni kriege. Und ja. Jedenfalls kriegen wir ganz schön auf die Eier. Gut. Wir haben eigentlich so gut wie keine Chance. Geht das? Ja, ja, ja. Hab noch einen Schuss. Komm schon. Bam. Komm schon. Okay. Ja, bleib da bitte. Gut. Und was auch funktioniert, hier sehe ich einen. Der ist ziemlich am Arsch. Also kann ich meine Pioniere zu ihm rufen und es reparieren. Ja, bringt mir eigentlich gar nichts, aber weil ich sozial bin und gerade Lust drauf habe und nichts anderes zu tun habe, mache ich das. Gut, wir brauchen einen Pionier. Ich brauche immer noch... Boah. Oh oh. Ich habe schon Panzer und ich habe noch gar nichts. Heilige Scheiße. Ja, wie gesagt, ich spiele es jetzt wieder zum ersten Mal. Es tut mir leid, dass ich fehle. Aber ich kann nichts dafür. Oder doch? Ja, doch, eigentlich schon. Nicht genügend Ressourcen. Losers, was ist denn jetzt los? Aha. Hängt jetzt überall oder? Nur bei mir. Ja, das passiert, wenn der Host einfach aussteigt. Also, ich hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Gut, und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.